Willkommen zum dritten Teil von Bosetti will predigen, der Reihe, in der ich den Niedergang der deutschen Satire am Beispiel Suara Bosettis darlegen will. Diesmal, da, ja, schießt sie gegen Wladimir Putin. Also das leichteste Opfer, was man sich irgendwie suchen kann, ein fremder Staatschef, der im Westen ja sowieso als der Teufel, wenn nicht der neue Hitler, also der 10. neue Hitler, den der Westen schon gefunden hat, aber wenn nicht als, ja, der neue Hitler gilt. Wenigstens kann man, das kann man, glaube ich, zum Anfang mal anmerken, tritt Bosetti hier nicht nach unten. Ich meine, Wladimir Putin, geschätztes Vermögen von mehreren Dutzend Milliarden Euro, russischer Staatspräsident, das ist jetzt nicht unten. Sie hat in der Vergangenheit, das haben wir uns in der ersten Folge angesehen, ja auch wirklich übel gegen die Ungeimpften geschossen. Und die Ungeimpften waren eine in der Gesellschaft relativ, ja, diskriminierte Gruppe, zumindest für ein halbes Jahr, also ja wirklich rechtlich diskriminiert durch 2G. Und das war definitiv nach unten treten. Und das hatte ich in der Folge vergessen zu sagen, aber das ist etwas, das Satire auf keinen Fall machen will. Ja, was Satire aber genauso wenig machen sollte, ist einfach das Regierungsnarrativ gegenüber ausländischen Mächten zu übernehmen und das weiter zu verbreiten. Wenn also jemand als der absolute Feind gilt, dann sollte Satire vielleicht mal die eigene Regierung hinterfragen und fragen, wieso versucht sie ihn gerade als den Feind zu zeichnen? Was sind da ihre materiellen Interessen? Und ja, nicht auf jemanden als und nicht auf diese fremde Macht eintreten, auf die sowieso schon die gesamte inländische Presse eintritt. Ich weiß nicht, ob es euch auch aufgefallen ist, aber ich habe in der deutschen Satire der vergangenen 2 Wochen eine gewisse Ratlosigkeit wahrgenommen. Was? Arbeitsverweigerung. Also ich weiß nicht, ob ihr die erste Folge beispielsweise der Anstalt nach dem Ukraine-Krieg gesehen habt. Das war Arbeitsverweigerung. Was die Heute-Show gemacht hat, was Extra gemacht hat, das war, oder Neo-Magazin, das war Propaganda. Also das war wirklich, hatte nichts mehr mit Satire zu tun. Aber wie gesagt, die Anstalt, das war Arbeitsverweigerung, wenn man das als Ratlosigkeit bezeichnen will. Und dann immer dieses, oh, angesichts eines Angriffskrieges können wir keine Satire machen. Konntet ihr im Jemen keine Satire machen? Konntet ihr in Syrien keine Satire machen? Konntet ihr in Libyen, im Irak, konnte man da keine Satire machen? Ich erinnere mich noch an Folgen vom Scheibenwischer, wo wirklich böse Witze über 9/11 ein paar Wochen nach 9/11 gemacht wurden. Also ich erinnere mich wirklich, dass Satire früher viel größere Freiräume hatte, dass man da viel bösere Witze machen konnte, auch nach schlimmen Ereignissen, dass man da auch klare Analysen vorlegen konnte. Ja, aber diese Zeiten sind in Deutschland im Jahr 2022 anscheinend vorbei. Der Beitrag hier ist noch aus 2022, der ist noch nicht von diesem Jahr. Wir schauen uns das chronologisch an, um ja, Bosettis Selbstradikalisierung während des Ukraine-Krieges nachvollziehen zu können. Beziehungsweise Selbstradikalisierung trifft es bei ihr nicht so wirklich, weil sie sich entsprechend dem herrschenden Diskurs radikalisiert. Sie schaut immer, wie der Diskurs ist und je radikaler der Diskurs ist, desto schlimmer kann sie draufhauen. Wir werden noch wesentlich schlimmere Beiträge von ihr hier zu begutachten haben. Was ist noch lustig bei so viel Leid? Was kann und will und sollte man sagen, außer schlimm, schlimm, schlimm? Sollte man überhaupt reden oder einfach mal die Klappe halten? Schön, dass Sie dabei sind, meine Damen und Herren. Wobei wir uns nicht ganz sicher waren, sage ich Ihnen ehrlich, ob man diese Woche überhaupt senden soll. Hat man das nach dem Beginn des Libyenkrieges gemacht, nach dem Beginn des Syrienkrieges, nach dem türkischen Einmarsch in Syrien? Macht man das jetzt bei der Eskalation in Nahost? Nein, natürlich nicht. Denn ja, die Schnittmenge aus Nachrichtenlage und Comedy geht aktuell natürlich gegen Null. Es ist ein Wahnsinn. Das ZDF-Magazin Royal ist darum heute vor allen Dingen eines improvisiert. Arbeitsverweigerung. Es ist Arbeitsverweigerung. Also, keine Ahnung, was bei der Anstalt gelaufen ist. Es ist, also, das ist wirklich dermaßen traurig, was Bosetti ja aufzählt, aber dass sie selbst das nicht kritisiert, sondern da, ja, mit einstimmt in dieses Konzert der, ja, der Satiriker, die Satire aufgegeben haben. Willkommen zu was immer das heute Abend hier auch wird. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber es gibt Momente, da würde ich gern mal wieder über sowas Unkompliziertes und Übersichtliches reden, wie die Impfpflicht. Überall. Es gibt ja auch, also es gibt auf YouTube ja freie Satirekanäle wie Friedrich Küppersbusch, wie Uwe Steimle, wie Salim Samatu, die trotzdem über das Thema weiter satirische Beiträge gebracht haben, die also nicht an diese entweder Propaganda oder Arbeitsverweigerung angeknüpft haben, die uns hier aus dem Öffentlich-Rechtlichen vorgelegt wurden. Das heißt, man kann unabhängige Comedy, man kann unabhängige Satire machen, man muss nicht das Regierungsnarrativ wiedercoin, aber in den Öffentlich-Rechtlichen, ja, da ist das anscheinend, ich will jetzt nicht das böse Wort verwenden, aber da ist anscheinend eine ziemlich hohe Homogenität innerhalb
ja, der Berichterstattung vorhanden gewesen. Schon in den ersten Tagen nach Beginn des Ukraine-Krieges, auch vor Beginn des Ukraine-Krieges. Ja, und die Anstalt hat dann noch so süffisant gemeint, ja, wir wollten ja eigentlich differenziert, wir wollten ja eigentlich einen differenzierten Beitrag bringen, aber jetzt hat Russland einen Angriffskrieg gestartet, jetzt wird halt nicht mehr differenziert. Als ob man bei Angriffskriegen der USA nicht differenziert hätte. Als ob man beim westlichen Regime-Change-Versuch in Syrien nicht differenziert hätte. Also ihr merkt, ich rege mich gerade auf angesichts dieser einhelligen Berichterstattung und so gut wie allen deutschen Medien, an der sich in den letzten anderthalb Jahren nichts geändert hat. Werden Sendungen. Okay, die Gegenstimmen sind heute etwas lauter. Da herrschte auch eine gewisse Ratlosigkeit in den ersten Wochen nach Kriegsausbruch. Da haben sich auch viele nur langsam vorgetraut und langsam neues Konzept, neue Analyse formuliert, weil viele ja auch nicht mit diesem russischen Einmarsch gerechnet hatten. Aber ja, es, also an dieser Berichterstattung, vor allem in den Öffentlich-Rechtlichen, hat sich wirklich nichts Relevantes geändert. Vorbereitet und wieder über den Haufen geworfen. Die Moral ist ungewohnt klar, aber die Situation komplex. Die Satire darf alles, nur mächtig sein darf sie nicht, obwohl es gerade so... Wie kann die Moral klar sein, wenn die Situation komplex ist? Könnte uns es sein, dass hier jemand ein offizielles Narrativ moralisch zu begründen versucht und nicht anhand von der faktischen Realität? Nötig wäre. Könnte es sein, dass hier die Moralisierung vor die Analyse tritt, was sehr gefährlich ist? Partner wollte ich jetzt fast sagen, Wetzel Plaum, ein anderer YouTuber, bei dem ich schon mal zu Gast war, der auch bei mir schon zu Gast war, der hat einen sehr interessanten Satz gesagt, die Moral sollte das letzte und nicht das erste Wort haben. Man sollte zuerst eine Situation sachlich analysieren, man sollte die verschiedenen Interessenslagen gegeneinander stellen und hinterher kann man immer noch moralisch bewerten, wie man das so findet und dann auch, wie man die einzelnen Akteure so findet, aber erst hinterher. Das sollte nicht im Vorhinein gemacht werden. Und eigentlich will man nichts anderes sagen als, ach du Scheiße, was die Sache zwar ganz gut zusammenfasst, aber mit Satire nicht viel zu tun hat. Außer man ist Dieter Nuhr, der mal den erstaunlichen Satz zu mir gesagt hat, Satire ist, was mir im Kopf rumgeht. Aber das wäre Stoff für eine eigene Folge. Und die meisten von uns sind ja nicht Dieter Nuhr. Zum Glück habe ich eine Lösung für das Problem gefunden. Also nicht das Problem, dass wir nicht alle Dieter Nuhr sind, sondern für das Satire-Problem. Die Lösung ist auswandern. Ich habe ein Land gefunden, in dem das mit der Satire viel, viel einfacher ist. Russland. Und damit herzlich willkommen zu Bosetti, wer Putin geflüchtet ist. Ja, sie schießt jetzt gegen die feindliche Macht, die gerade überall in unseren Medien quasi schon als der Teufel dargestellt wird. Das ist ziemlich wohlfeil, das hat nichts mit Satire, nichts mit Kabarett zu tun. Es ist ein leichtes Opfer sozusagen. Zusammen mit der ARD, CNN, BBC und den ganzen anderen Feiglingen? Okay, die BBC kommt ja jetzt langsam zurück, aber erstmal sind sie aus Moskau abgehauen, wie alle anderen auch. Und das bloß, weil Putin ein neues Gesetz erlassen hat, das es verbietet, Falschinformationen zu verbreiten über seinen Angriffskrieg in... Okay, über seine Invasion... Ich meine, seine Kriegserklärung... Okay, also seine militärische Sonderoperation in der Ukraine. Da könnt ihr mal sehen, kaum wird es verboten zu lügen, schon ist unser lieber Staatsfunk raus. Was sagt uns das über unsere ollen Zwangsgebührenerpresser? Vielleicht, dass sie von Wenigstens wurde ARD und ZDF in Russland nicht von oberster Stelle die Arbeit verboten. Also jedenfalls ja, laut diesem Beitrag nicht. Einem Wie es jetzt ist, weiß ich nicht, wollte jetzt auch nicht genau darauf eingehen, denn Russia Today wurde in der EU, ja, von oberster Stelle von der EU die Arbeit verboten. Es wurde zensiert. Russia Today und Sputnik wurden offiziell zensiert. Das kann man nicht häufig genug sagen. Also diese Meinungsfreiheit, die wir angeblich so hochhalten, die ist auch nur so lange was wert, wie das offizielle Narrativ nicht in ja, Gefahr kommen darf. Propaganda-Instrumente sind? Ich stelle nur Fragen. Und nun kommt mir nicht mit... Ja, naja, wenn der Kreml entscheidet, was Wahrheit und was Lüge ist, ist das schon irgendwie Zensur? Zensur. Wenn die EU entscheidet, was Wahrheit und was Lüge ist, ist das dann keine Zensur? Das wäre jetzt die Frage. Man sollte die gleichen Maßstäbe, die man an seine Feinde anlegt, mal in den eigenen Blog anlegen. Dafür ist Satire da. Sie sollte die eigenen Mächtigen kritisieren. Bosetti ist deutsche Satirikerin und nicht russische. Zensur. Warum Zensur? Weil man für die Berichterstattung über die russischen Streitkräfte bis zu 15 Jahre ins Gefängnis kommen kann? Ganz ehrlich, Leute, wenn ihr wissen wollt, was Zensur ist, dann fragt doch mal die Menschen, die sich damit auskennen. Die freundlichen, heroischen Freiheitskämpfer. Ursula von der Leyen und ihre korrupte Bande da in Brüssel?
von nebenan, die Querdenker, die bringen sich wirklich in Gefahr. Die gehen Woche für Woche im totalitären Staat Deutschland spazieren und manchmal... Naja, Michael Ballweg war jetzt schon einige Monate im Gefängnis, um mal ein prominentes Beispiel zu nennen. Also, ja. Ganz selten, aber es soll schon vorgekommen sein. Manchmal sehen Sie dabei von Weitem eine Polizistin, die ein bisschen grimmig guckt. Das ist Zensur. Und kommt mir nicht mit, Russland war schon vor diesem Gesetz auf der... Ja, und Heinrich Bücker wurde auch zuerst zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er gesagt hat, dass man sich in die Perspektive Russlands hineinversetzen solle. Er wurde dann in der zweiten Instanz freigesprochen, aber es gibt schon Tendenzen in Russland, sei schön, in Deutschland, die in diese Richtung gehen. Also, das sollte man jetzt vielleicht nicht einfach verschweigen. Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen. Der Blogger Tim Kaner wurde angezeigt und es hat auch soll einen Prozess geben, weil er gesagt hat, dass Baerbock dumm sei. Weil sie eine nigerianische Scheißhausexpertin sei. Also ein eindeutig satirischer Beitrag, der führt mittlerweile dazu, dass YouTuber, die einfach nur kritische Videos machen, von der Regierung angezeigt werden und Staatsanwälte das dann anscheinend ernst nehmen. Also das ist eine sehr gefährliche Entwicklung. Grenzen auf Platz 100. Also okay, das sind jetzt Fälle, die sind nach diesem Video von Bosetti rausgekommen. Also ist das jetzt vielleicht ein bisschen unfair, wenn ich damit komme. Aber auch der YouTuber Snickling, der satirische Videos macht, der wurde gesperrt. Warum? Weil er sich über die dessen Videos wurden gesperrt. Warum? Weil er sich darin über die Bundesregierung lustig gemacht hat. 50 von 180 oder mit wir haben eine Fürsorgepflicht unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber oder mit vom Gefängnis aus berichtet es sich nicht gut. Die Bild hatte schon recht, als sie titelte, dass ARD und ZDF Angst vor Putin haben. Überhaupt die Bild, ist jemals eine Zeitung so sehr zu Unrecht kritisiert worden wie die Bild? Denn wir wissen doch, wer der eigentliche Held dieses Krieges ist. Bildreporter Paul Ronsheimer. Paul Ronsheimer ist in der Hölle von Kiew. Und Paul Ronsheimer berichtet darüber, dass Paul Ronsheimer in der Hölle von Kiew ist. Und hey, Respekt vor seinem Mut. Und ich wünsche ihm, dass er da heil wieder... Respekt vor seinem Mut. Meinem Patrick Warp würde sie das wahrscheinlich nicht sagen. Der wird in ihrer Sendung natürlich gar nicht erwähnt. Das ist auch so ein Fall. Dem sollte sein Lehrauftrag an seiner Uni entzogen werden. Er konnte sich den dann wieder einklagen, weil er es gewagt hatte, als Journalist von beiden Seiten der Front zu berichten. Also sowohl in der Ukraine als auch in den russisch besetzten Gebieten unterwegs zu sein. Also das sind die wahren Journalisten, die sich beide Seiten angucken und dann versuchen, ein neutrales Lagebild zu vermitteln. Aber sowas wird mittlerweile ja weggecancelt in diesem Land. Und kommt mir jetzt bitte nicht mit, also das ist ja dieses Argument, in Russland ist es schlimmer. Ja, ich weiß. Aber ich will ja auch nicht in Russland leben. Ich will in einer freien Demokratie leben, in der wir uns vernünftig austauschen können. Und dann wäre es so eine Cancel Culture, beziehungsweise offene staatliche Zensur, die gibt es ja mittlerweile auch. Die findet ja immer verschärfter statt, der es sowas nicht gibt. Auskommt. Ich verstehe ihn nur nicht so richtig. Denn über Paul Ronsheimer berichten könnte Paul Ronsheimer streng genommen ja auch von zu Hause aus. Oder braucht Paul Ronsheimer etwa den Krieg als Selfie-Kulisse, um für die Welt interessant zu sein? Nein, das wäre eine haltlose Unterstellung. Ich habe mir jedenfalls gedacht, wenn die ganzen Schisse aus Moskau fliehen, gehe ich nach Moskau. Sarah Bosetti berichtet hiermit also über Sarah Bosetti in der Hölle von Moskau. Aber es ist gar keine Hölle. Es ist das Paradies, auch und gerade wenn es um Meinungsfreiheit geht. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich kann alles über Putin sagen, was ich will. Ich muss nur halt zufällig sagen wollen, dass er ein guter Mann ist. Das habe ich mir bei meinen neuen Vorbildern abgeguckt. Influencerinnen und Influencer, die alle völlig unabhängig voneinander und zufällig in genau demselben Wortlaut davon überzeugt sind, dass Putins Angriff auf Putins Entnahme. Influencer werden gebrieft? Sowas könnte in westlichen Staaten ja niemals vorkommen. Solche Programme gibt es tatsächlich in den USA auch. Auch dort werden Influencer mit hoher Reichweite bekommen von der Regierung, ja, Anweisungen, wie sie denn über dieses oder jenes Thema zu sprechen hätten. Also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches tatsächlich. Nazifizierung der Ukraine richtig und notwendig ist. Zu Recht. Putin ist ein guter Mann. Habe ich das schon erwähnt? Man kann es nicht oft genug sagen. Jetzt könnte man ja mal fragen, was an diesem Narrativ dran ist. Also welchen Einfluss haben Nazis in der Ukraine? Sagen, schon alleine, weil es sonst vielleicht niemand merkt. Putin ist ein guter Mann. Ich mache das übrigens auch so. Ich erwähne einfach sehr oft, dass ich sympathisch bin, weil ich gemerkt habe,
Die Leute kriegen das sonst gar nicht mit. Ich finde Putins Taktik also sehr einleuchtend. Er muss halt etwas mehr Aufwand betreiben als ich, weil sich seine Herzensgüte noch ein bisschen besser versteckt als meine. Aber hey, dafür hat er die Mittel, ein eigenes Internet zu erschaffen und ein ganzes Land von allen kritischen Informationen abzuschirmen. Wenn ich das auch könnte, wärt ihr längst alle verliebt in mich. Also, natürlich kannst du hier in Russland noch deine Meinung äußern. Du musst bloß die richtige Meinung haben. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Und das Tolle ist, du bekommst sogar gesagt, welche Meinung die richtige ist. Es ist super entspannt. Es gibt nichts Ermüdenderes als auf Fakten und gründlicher Recherche basierende Meinungsbildung. Ich habe diesen Prozess outgesourced. Ich sehe den Kreml da in erster Linie als meinen Dienstleister. Er ist mein kostenloser Ghostwriter. Beim ZDF haben mich ständig Leute als systemtreue Regierungsmarionette beschimpft. Und ich dachte... Ach, wo man das wohl liegen mag. Hat bestimmt keine Referenz zur Realität. Das sei etwas Schlechtes. Aber es ist einfach nur befreiend. Man hat keinen moralischen Stress, keine Zweifel, keine Fragen wie, welcher Witz ist angebracht? Was ist meine Aufgabe in Zeiten wie diesen? Wie sehr kann ich Putin beleidigen? Deine Aufgabe ist, die Herrschenden zu kritisieren. Und zwar nicht die Herrschenden 1000 oder 2000 Kilometer von uns entfernt, sondern die Herrschenden hierzulande. Ohne ihn noch mehr in Richtung Atomkrieg zu provozieren. Ganz einfach, gar nicht. Gute Satire tritt nicht nach oben. Wer hat sich den unbequemen Quatsch ausgedacht? Um nach oben zu treten, musst du... Stimmt, gute Satire, die tritt nach unten, zum Beispiel gegen Ungeimpfte. Kopfstand machen. Das ist doch super anstrengend. Der bezeichnet sie dann zum Beispiel als Blinddarm der Gesellschaft oder sowas in der Richtung. Also das macht gute Satire. Gute Satire tritt überhaupt nicht, sondern lobpreist den schönen, guten, klugen, bescheidenen, friedliebenden Wladimir. Gute Satire sagt, Putin ist ein guter Mann. Ihr sagt, das ist der Tod der Satire? Ich übe Verrat an der Kunst. Die Aufgabe der Satire ist es, gerade in Zeiten des Machtmissbrauchs die Mächtigen lächerlich zu machen? Ja. Die Mächtigen hierzulande. Die Mächtigen, die Kontrolle über diese Bevölkerung haben, die du gerade erreichst. Die wenigsten Russen werden sich deutsche Kanäle anschauen. Okay. Aber sag mir, was ist lächerlicher als ein Mächtiger, der sich unter Androhung staatlicher Gewalt von einem Chor seelisch gebrochener Jukeboxen umgibt, die rufen, Putin ist ein guter Mann? Nichts. Wieso also sollten wir ihm nicht genau das geben? Putin ist ein guter Mann. Mann. Spricht man doch, ist man ein guter Mann, statt immer nur das Leid beklagt. Ich hole mich. Diese Woche, letztes Mal, ging es um die ganz... So. Also, ihr seht, Russland ist böse, Russland ist schlecht. Ja, an den hiesigen Zuständen habe ich jetzt nichts zu kritisieren. Ja. Wir schauen uns als nächstes Z wie Meinungsfreiheit diesmal an, tatsächlich. Habe ich das dann im nächsten Teil. Seid gespannt darauf in diesem Sinne. Bis zum nächsten Teil. Wir sehen uns.